Guten Abend, YouTube, und hallo zu einer weiteren Folge von Dr. Stone, Episode 20. Ist laut. So wie ich ihn kenne, baut er auch Apps. Die Finde dein Mineral-App. Oder die App Finde das nächste Wildschwein in der Nähe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich ein Handy baut. Oder ob es nur Walkie-Talkie wird. Das ist so verrückt, wirklich hier. Unglaublich. Nicht schlecht, oder? Ja, aber bis jetzt hat er ja nicht so viele intelligente Leute wieder überlebt, oder? Mehr so Leute, die es mehr in den Muskeln haben als im Hirn. Aber der ist gefährlich. Wenn die den auf ihre Seite ziehen. Taiju, Taiju heißt er ja. Siehst du, so einfach ist das nämlich nicht. Ach, er weiß, dass das Spione sind. Ja, komm, der ist nicht dumm. Der weiß das. Die kriegt das garantiert mit und schreibt das alles auf. Mach die warten. Okay. Weißt, wir kriegen coole, ausgefallene Wintermäntel zu sehen. Yay! Und Schneemobile. Warte. War das Zuckerwatte? Ist hier wirklich Zuckerwatte? Das ist mir nie aufgefallen. Die
Age of Energy. Wow, krass. Die haben ihre Öfen geupdatet. Aber was er im Kopf hat, hat er nicht in den Muskeln. Aber was braucht er ja auch nicht. Er kann es kaum erwarten, bis sie SMS schreiben miteinander. Das Lustige ist. Von ihm würde ich noch erwarten, dass er es versteht. War cool! Haha, aber warum? Ausgerechnet Zuckerwatte? Ja, gut, so was? Wieso? Hä? Ja, aber da musst du erstmal Zucker finden. Ja. Wie hört die das? Die hat ganz schön gute Ohren. Ist das ein Trick mit der Zuckerwatte? Dass sie so tun, als würden sie irgendwas ganz, ganz Gefährliches bauen. Ah, ja. Aber dafür müssen sie erstmal Zuckerrüben finden. Oder Zuckerrohr. Ah, ja. Ach so, deswegen. Ach. Werden sie sich alle freuen drüber. Ja. Das Weinstein. Was ein Zufall wieder, gell? Ey, komm, es dauert nicht lange, bis er Boba-Tee erfindet. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Oh, no.
Aber jetzt hast du ein Problem, ja? Jetzt kriegen sie wahrscheinlich alle Karies irgendwann. Jetzt müsst ihr als nächstes den Leuten beibringen, dass sie ihre Zähne putzen. Natürlich. Ach ja, stimmt. Ach, geil, deswegen. Ja. Ah ja, deswegen müssen sie ja was vorspielen. Es ist schwierig, weil die können sie nicht reinlegen. Ne? Das ist nicht, die ist so gut dafür. Das ist bestimmt eine Falle, oder? Ach Gott, die haben mir eine Zuckerwatte überlassen. Hihi, da schau her. Ja. Mit Speck fängt man Mäuse. Ja, die Leute sind süchtig nach Süßigkeiten. Wenn die Leute das in seinem Königreich rausfinden, dann sagen sie, ja, das wollen wir auch haben. Warum gibt es sowas bei uns nicht, ja? Ah, nein, das macht er nicht ohne Hintergedanken. Das hat sie immer noch nicht gegessen. Ja, aber halt! Wo kommt die her? Ist die eine von denen, die wiederbelebt wurde? Weil die muss doch Zuckerwatte kennen. Was gibt das jetzt? Nee, da hat ihn nicht beigebracht, was ein Meme ist, oder? Ach, das stimmt.
Ach so, okay, ich verstehe. Dass die Fäden müssen ganz fein sein. Wenn da nur ein paar Klumpen drin sind, dann kannst du es vergessen. Das aussieht. Ich frage mich, warum man nicht eine automatische Maschine baut dafür. Wie wär's denn mit Zurückkehr? Die ist doch super schnell. Jetzt baut er wieder was. Ah, okay. Aber warum hat er sich das nicht gleich ausgedacht? Schlau. Ja, jetzt läuft's besser. Aber wie? Der hat es von dem Vater erhalten? Von ihrem Vater? Ich dachte, das ist seine Tochter. Okay. Ja, aber wirklich. Oh ja, das kann echt schwierig werden. Wow, wirklich? Das schaffen die nie. Wahrscheinlich sind da sitzen und drehen. Ich hoffe echt, dass diese Sachen dann nicht zerstört werden, weil die ganze Arbeit wäre umsonst gewesen. Was ist denn mit dem passiert?
Jetzt kommt er bestimmt zu spät, oder? Wie aussieht. Wow, klasse! Ein Wasserrad! Wie cool! Ist er jetzt erstaunt oder? Ja. Natürlich weiß er, was ja, aber es wundert mich auch. Vor allem, dass es korrekt läuft. Erstaunlich. Nicht schlecht. Aber was ist das jetzt? Das ist echt so, ist so cool. Wahnsinn. Ey, damit können sie Strom erzeugen. Krass. Ey, wenn Tsukasa wüsste, was er alles verpasst. Mann, oh Mann. Ein Kraftwerk gebaut. Nee, ich glaub's echt nicht. Also damit haben sie mal wirklich einen richtig guten Vorteil gegenüber Tsukasa. Aber absolut. Wenn sie das richtig einsetzen, wer weiß, was sie alles damit machen können. Krass. Die könnten ja eigentlich ihr ganzes Dorf beleuchten, oder? Also ich glaube langsam wirklich, dass er richtige Handys bauen will und nicht nur Funkgeräte. Das ist echt so unglaublich. Mann, ich glaube, das Homura-chan, die haben sie längst überzeugt. Ich glaube, das dauert nicht mal lange, dann wechselt sie die Seite. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like oder subscribe für mehr Episoden und danke fürs Zuschauen. Bye bye.